Was brauchst du, um professionelle Videos zu produzieren oder zu drehen erstmal? Darum würde es heute gehen. Ich werde mir heute eine Frage rausnehmen, die ich bei Google gefunden habe. Und zwar, was braucht man für professionelle Videos? Und damit erstmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Ja, hier im Channel sprechen wir über die professionelle Videoproduktion. Ich zeige immer wieder spannende Behind-the-Scenes, so ein bisschen den Lebensalltag, den Berufsalltag eines Filmemachers. Solltest du es noch nicht getan haben, abonniere jetzt direkt den Kanal. Was braucht man für professionelle Videos? Eine Frage, die ich mir bei Google rausgenommen habe und möchte die heute in diesem Video beantworten. Zuerst würde ich mir eine grundsätzliche Frage stellen. Ich würde etwas weiter vorne anfangen in dem Sinne. Und zwar würde ich mir die Frage stellen, drehe ich ein Video, zum Beispiel für YouTube, also eher was Informatives, möchte ich kurz Tutorials aufnehmen, vielleicht eine Keynote oder sowas, ja, oder ein Kundenbegrüßungsvideo, oder drehe ich einen richtigen Film, zum Beispiel einen richtigen Werbefilm. Man sagt auch Imagefilm. Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, die man sich an dieser Stelle hier stellen sollte, denn es ist natürlich ein erheblicher Unterschied im Aufwand, wenn ich einen Film produzieren möchte, wo ich eine ganze Crew brauche, wo ich vielleicht auch Schauspieler einsetzen möchte. Ja, man kann diese Beispiele bei uns immer im Kanal sehen. Oder ob man zum Beispiel eher informative Videos machen möchte, die zum Beispiel einen gewissen Mehrwert enthalten, die man zum Beispiel für das Thema Online-Marketing einsetzen kann. Ich würde mich heute hier ein bisschen mehr darauf einstellen, mehr für diese Zielgruppe etwas einzusprechen. Das heißt also darüber zu sprechen, wie man dann Videos für diese Zielgruppe im Online-Marketing macht. Natürlich kannst du das auch für professionelle Filme adaptieren. Du kannst dann natürlich genau solche Dinge auch als Frage stellen oder als Hilfestellung anhören, wenn du zum Beispiel einen Kurzfilm produzieren würdest, zum Beispiel für eine Uni oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr generalistisch. Es ist aber so, man sollte sich schon die Frage stellen, weil ein Film ist nicht gleich Video. Die Planung bei Film und Video ist ja eigentlich immer dasselbe. Wir brauchen ein Konzept, wir brauchen erstmal eine Grundidee. Und wenn ich diese Grundidee habe, kann ich darauf basierend einzelne Teile, einzelne Aufgabenbereiche erfüllen. Meistens habe ich eine Idee, wo ich sage, okay, ein Bild, eine Szene, etwas, eine Geschichte, etwas, wo ich was draus machen kann. Also man geht dann in die sogenannte Stoffentwicklung. Bei einem Ratgeber Format, wie in diesem Fall, oder auch, ich sag mal, wir drehen solche Kundenvideos ja beispielsweise auch logischerweise für unsere Auftraggeber. Da ist es natürlich so, dass wir uns erstmal überlegen, wo möchte die Person hin und was möchte sie damit aussagen. Jedoch ist die Planung schon sehr, sehr wichtig. Man merkt an der Planung schon sehr, sehr schnell, ist das etwas, ist der Aufwand es wert in dem Sinne. Also so ein Video ist ja nicht einfach so gedreht und ich mache mir vor ein, zwei Notizen, sondern ich überlege mir, zum Beispiel bei einer Serie, das hier zum Beispiel ist auch eine Serie auf YouTube, überlege ich mir im Vorfeld, wo will ich hin. Und idealerweise wird in der Planung, so mache ich es zum Beispiel, schon mal eingetragen, wie es weitergeht. Das heißt, wenn ich ein Video aufgenommen habe oder kurz vor dem Dreh natürlich stehe, überlege ich mir, was würde dann als nächstes passieren. Also ich weiß, meistens von dem einen Video ins nächste Video hin. Planung bedeutet aber auch, dass ich vielleicht ein Storyboard erstellen möchte. Wenn ich in der Filmwelt bin beispielsweise, dann kann man wunderbare bunte Storyboards erstellen, um anderen Filmschaffenden, der Crew, halt eine Vorstellung zu geben, wo es hingehen soll. Zum Beispiel, wenn ich der Filmemacher bin und ich habe einen Kameramann, einen Operator oder einen Assistenten, zum Beispiel für Licht, dann möchte ich ihm halt genau sagen, was ich mit der Szene ausdrucken möchte. Da sind Storyboards sehr, sehr gut. Eine andere Variante, die man benutzen kann, sind zum Beispiel Treatment. Da wird dann eher, sage ich mal, das einmal aufgeschrieben. Ja, da gibt es eine Spalte für Sprechertext, eine Spalte für die Länge des Films und für die eigentliche Szene. Das sind sozusagen in der Planung, in der Vorbereitung, der Vorproduktion alles Formate. Und natürlich auch erstmal an der Stelle alles nur Beispiele. Erfrage aktiv Feedback in deinem Team oder von deinen Freunden. Es kommt mal ganz drauf an, wem du jetzt, für wen du den Film in dem Sinne machst. Wenn du in einem Team den Film produzierst, zum Beispiel in einem Marketing-Team, macht es natürlich total Sinn, Leute aus den einzelnen Abteilungen dazuzuholen und zu sagen, naja, ich mache mir jetzt Gedanken, ist das auch, also zahlt das quasi in meine Marke ein oder bewegen wir uns ein bisschen davon weg, setzen wir vielleicht die falschen Signale. Denn es ist ja immer so, dass mit den Überschriften, die man, wenn man ein Video im Online-Marketing postet, auch direkt sozusagen, ja, in die Positionierung einzahlt. Also wenn ich zum Beispiel ein Video mache zum Thema YouTube-Videos, dann werde ich als Experte dafür wahrgenommen. Und das ist wichtig zu sagen. Und da sind wir natürlich bei einem übergeordneten Thema. Jedoch geht es mir bei Feedback eher darum, dass man hier mal fragt, was sagst du zu der Schriftart? Was sagst du zu meiner Haltung in dem Video? Was kann ich sprachlich verbessern? Komme ich natürlich rüber. Das Allerwichtigste ist natürlich immer, und das sage ich immer in meinen Videos, ist die Authentizität, dass man so ist, wie man auch wirklich spricht.
Natürlich kann man 5 bis 10% mehr Energie in so ein Video reinstecken, wie man es normalerweise machen würde. Und auch von der Aufmerksamkeit natürlich voll bei dem Zuschauer sein. Aber man sollte sich für so ein Video nicht verstellen. Und das finde ich schon sehr wichtig. Und das wird einem jemand, der einen kennt, sehr, sehr authentisch sagen können. Das können natürlich am besten die Leute aus deinem direkten Umfeld. Jetzt noch ein Tipp, wie ich mich inhaltlich auf solche Videos vorbereiten würde. Also mein Tipp wäre an der Stelle tatsächlich vorher Stichpunkte aufzuschreiben. Also ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mir ganze Skripte vorher aufschreibe und durchlese und mich würde das dann so ein bisschen einengen. Und wir sind ja in unserem Fall, die meisten YouTuber sind keine professionellen Schauspieler. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die haben dann noch eine Schauspielschule besucht oder sind professionelle Moderatoren oder Redakteure vom Fernsehen. Aber das ist ja eher die Ausnahme. Die wirklich erfolgreichen YouTuber sind authentisch. Und was ich mir an der Stelle in meiner Vorbereitung überlegt habe, ist natürlich, dass du dir für Social Media ganz speziell überlegen solltest, wie du es machst. Es gibt einfach Formate, die sind nur eine Minute lang, sogenannten Shorts, aktuell bei YouTube sehr interessant oder auch bei Instagram gibt es ja logischerweise auch in so einem Hochkantformat, wo man sich drehen kann. Die sind ja völlig anders, als wenn ich mir jetzt hier die Zeit und die Ruhe nehme, mal etwas länger zu erklären. Und vielleicht funktioniert dieses Video auch direkt auch für einen Podcast. Könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Also Social Media finde ich gerade dafür ist so eine Planung sehr interessant. Wenn ich einen einzelnen Imagefilm mache, also wirklich einen Werbefilm und dieser eine Film soll wirklich die Firma repräsentieren, würde ich da völlig anders rangehen. Genau zu dem Thema habe ich übrigens auch schon ein Video hier im Kanal. Schau dir das an der Stelle an. Doch jetzt der wichtigste und letzte Tipp natürlich, und das ist natürlich auch wieder so ein übergeordnetes Thema, kenne oder lerne sie kennen, kenne deine Zielgruppe. Denn wenn du die Zielgruppe genau kennst, kannst du auch die Filme entsprechend genau so positionieren. Also wenn ich über Filmequipment spreche und sage, okay, meine Zielgruppe sind junge Filmemacher, die sich weiterentwickeln wollen, die vielleicht unsere nächsten Mitarbeiter werden oder beispielsweise könnt ihr auch ein Kunde sozusagen die Zielgruppe sein, dass man sagt, okay, Geschäftsführer von großen Unternehmen sollen meine Videos schauen und ich gebe halt hier Tipps und dafür kommt man mit dem mal in Kontakt, dann ist das wirklich ganz klar definiert. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ich habe tatsächlich einen Tipp gerade noch ausgelassen, den habe ich in einem meiner letzten Videos gesagt, deswegen gehe ich da nur ganz kurz drauf ein. Das nochmal Ton und Licht. Natürlich sollte man ein Video professionell produzieren, zumindest sollte man einen gewissen Grundstandard haben. Also man sollte schon in gutes Tonequipment investieren. Ton ist dann auf 50% von so einem Video oder von so einem Film. Egal, ob es jetzt beim Imagefilm ist oder beim normalen Video, das ist ja eine einmalige Investition. Egal, ob man jetzt solche Funkstrecken nimmt, wie ich jetzt habe, oder ob man zum Beispiel mit einem Richtrohrmikrofon arbeitet. Ich arbeite manchmal mit einem Podcast-Mikrofon. Kommt ein bisschen auf das, ich sag mal, auf das Format an, was ich hier produziere, und das Thema Licht. Das ist immer wieder ein großes Thema bei uns Filmemachern, weil Licht natürlich für eine gewisse Stimmung sorgt. Und jetzt kann man natürlich in Kombination mit Licht und gleichzeitig auch mit der Sprache, das heißt, wie ich etwas sage und wie ich zum Beispiel dann auch die Hintergrundmusik steuere. Also ich kann ja mit der Hintergrundmusik das eher so ein bisschen ruhiger machen, kann ich natürlich auch gewisse Emotionen erzeugen. Und deswegen habe ich diesen Blog jetzt quasi auch so ein bisschen hintereinander gebracht, weil natürlich ist es mit der Zielgruppe wichtig, aber so kleine technische Hacks sind auch immer wichtig. Und das ist ja, Film funktioniert ja immer in einem Zusammenspiel mit mehreren Dingen. Ja, also das wäre an der Stelle tatsächlich mal so meine Meinung zu dem Thema. Ich habe jetzt ein ganz konkretes Video, das ich dir empfehlen würde. Und zwar sind das die Einblicke, die Abläufe, der Workflow in einer Postproduktion. Und nicht in irgendeiner Postproduktion, sondern es ist unsere Postproduktion. Das heißt, ich habe mir dann halt hier mal mit dem Team die Mühe gemacht, mal die einzelnen Schritte durchzugehen. Das zeige ich dir in diesem Video mit ein bisschen Behind the Scenes natürlich logischerweise wieder. Also es bleibt auf jeden Fall wieder spannend oder wird spannend. Ja, und wenn du Fragen zu dem Video hast hier, poste die gerne unter den Kommentaren, beziehungsweise unter dem Video. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis dann.